Abend wieder eure kleinen Erna aus Hamburg. Heute ist sie da, die Sabbel-Promi und Werbeikone Verona Poth. Was soll man dazu noch sagen? Wir gucken mal. Dann Tatort-Ikone Miroslav Nemetz ist da und der macht jeden Morgen 60 Liegestütze und wir gucken mal, ob er das nachts auch kann. Musik gibt's von Urban Kohn aus Schweden und Festhalten von Mega Mega. Das wird ganz toll und laut. Verona Poth ist heute da, die Shanties hüpfen, Josta Star. Ich seh das schon, ein Augenschmaus. Verona Poth ist heute da, ein Fernseh- und ein Werbestar. Sie ist so groß und schick, ich fühl mich klein und dick. Verona, jetzt da bist du, ja, Verona Poth! Hallo, ich muss es! Oh, wenn ich die Schuhe ausziehe, bin ich nur so. Und ich dann so, wenn ich die ausziehe. Da sind wir gar nicht mehr da. Na? Na? Ich wollte eigentlich mit der Ritmo della Notte singen. Ja, ich bin auch ganz froh. Und dann habe ich gedacht, machen wir mal nicht. Ja, habe ich Glück gehabt. Ich mache drei Kreuze. Und dann habe ich gedacht, die zieht bestimmt was an, wo man so schmale Schultern und so sieht. Mach mal hier auf katholisch. Ja, das und passt gut zusammen. Passt ganz gut, fand ich auch. Ich glaube, ich gehe da rein und du kommst mit, Verona, wenn es dir recht ist. Rutsche damit durch. Das ist toll. Hier ist meine Kleidung für dich. Was würdest du eigentlich trinken? Also ich habe schon gesagt, am besten ein Schnäpschen, damit ich diese Sendung überstehe. Aber an sich mag ich ja ganz gerne ein Bier, nicht wahr? Ja! Wir nehmen zwei Bier, Frau Müller. Du musst mir mal sagen, ob du das... Wir haben hier ein bisschen Klimaanlage drunter. Wenn du die Beine, je weiter du sie nach links schwingst, nicht du dich, sondern nur so Beinchen. Ach so, die Beinchen. Ja, so. Umso wärmer wird es, wenn du ein bisschen kühler brauchst, dann mittig. Ich habe mein Fotoshooting gehabt, da war so ein Ventilator, damit mein Kleid so hoch weht. Und dann stand meine Visagistin vor mir und dann sagte sie, Verona, es kann sein, dass die Katze kalt wird. Ja. Weil du, hat die gesagt. Und dieser Ventilator, der hat mein Kleid so hoch geweht. Und heute überlege ich gerade, was ähnlich, ne? Mit unserem ich habe nur nicht ganz so viel Wind. Also du musst dir jetzt nicht so viel Sorgen machen. Du hast ja auch eine Hose an. Was ich lustig fand, ist, dass du von dir selber sagst, du bist irgendwie ein Achtfach-Mischling. Was ist denn alles drin in dir? Das kenne ich nur von unseren Katzen und Hunden auf dem Dorf. So ist das auch. Also Diego, mein Sohn, sagte letztens zu mir, Mami, bin ich auch ein Mischling? Meine ich ja, wenn ich ein Mischling bin, dann kann nichts anderes aus dir geworden sein, auch ein Mischling. Und dann meinte er, ja, aber das sind oft die Schlausten, auch wenn die nicht so teuer sind im Tierheim. Ja. Da habe ich gesagt, das stimmt, der ist schon so klug. Welche acht Mischungen sind denn drin in dir? Also Bolivien, weil du da geboren bist, ne? Ja, meine Mutter ist halb Bolivianerin, heißt aber eigentlich mit Nachnamen Kanincic. Da ist ja was Jugoslawisches. Mein Opa Simon Kanincic, meine Mutter halt halb Bolivianerin. Mein Vater Ernst Feldbusch, hier Deutsch. Direkt aus dem Norden, aus Hamburg. Ja, Ernst ist von hier. Genau, und dann kommt meine schwedische Oma. Mit Vornamen Hertha, so sollte ich eigentlich heißen. Ja. Meinst du, es hätte auch so geknallt im Business als Hertha Feldbusch? Das hört sich eher nach so einer Comedy-Nummer an, ne? Ja, ich glaube vor allen Dingen, manche Namen, wenn man die so ausspricht, da erwartet man direkt was. Wenn du sagst, heute Abend Hertha Feldbusch bei uns und dann komme ich um die Ecke, das wäre... Hertha Poth. Ja. Heute hier mit Hertha Poth. Jawohl. Nee, also Verona ist von meiner italienischen Oma. Also Italien auch noch drin? Ja. Und irgendwas Asiatisches? Oder ist das nur dein Make-up heute? Nee, du hast es wirklich erkannt. Ich habe auch so eigentlich ganz glatte schwarze Haare. Und ungeschminkt sehe ich auch aus, sehr asiatisch. Das heißt, mein Urgroßvater, ich mag es ja gar nicht sagen, weil man glaubt mir ja eh kein Wort, ist Japaner. Aber da war auch ein Afrikaner. Es ist wirklich alles drin. Das konnte ja nur zum Erfolg führen. Wenn man alles zusammenschüttelt, ist doch toll. Wir wollen uns ein bisschen was raussuchen. Du bist ja mit 15, ich überspringe jetzt, sagen wir mal, die Schulzeit und alles. Das ne? ist sehr gut. Mit 15 in Hamburg dann schon Prost. Prost, Jungs! Ja. Einzigartig.
großartig sind die. Ja, die sind ganz toll. Kann ich die nachher alle würdest nehmen? Du auf einen sind? Ja. Wäre einer dabei, wo du jetzt direkt sagst, es war ein älterer, aber könnte meiner sein? Also ich sag mal jetzt, ganz viele sehen aus wie mein Papi. So mit dem Bart, den blauen Augen, so ist es das halt, Maushaar da an der Seite. Das erinnert mich jetzt total an meinen Papi. Wir haben auch so schöne Töchter. Ja, ihr seid ja auch viel rumgekommen. Da sind auch kleine Mischlinge unterwegs gewesen. Ja. Du bist mit 15, wurdest du dann auf der Straße angesprochen von einem Fotografen, der sagte, du bist so schön, schlank, groß und toll, willst du Model werden? Ja, das war eigentlich klar. Ich bin 1,78 groß und früher war voll ja noch... groß. Ja, so relativ ist das ja schon groß. Und das meiste davon ist Bein, ne? Das ist das Gute an der Sache. Umgekehrt wäre blöd. Was denn für Glück? Umgekehrt wäre lustig. Ja, umgekehrt. Wahnsinnig langer Oberkörper und nur so ganz kleine Alfbeine, die so laufen. Genau. Da hättest du im Zirkus auftreten können. Monster, Mumien, Mutationen. Da wäre alles etwas anders verlaufen, aber wahrscheinlich auch erfolgreich. Okay, irgendwie hättest du es hingekriegt. Aber mit 15 Model ist man dann nicht noch total naiv. Also ich war eigentlich nie wirklich so richtig naiv. Ich war natürlich extrem jung und habe diese Naivität, die jemand mit 15 einfach hat, auch gehabt. Und wenn ich heute drüber nachdenke, wie ich durch Hamburg getigert bin und wo ich alles geklingelt habe, Fotos gemacht habe und mich durchgesetzt habe, denke ich, ja, weil früher war das natürlich alles nicht wie heute mit dem Internet und alles digital. Man musste richtig noch zu Fotografen nach Hause gehen. Die hatten dann so ein halbes Studio und immer diese Diskussion, dass ich mich endlich mal ausziehe. Es gibt ja keine, Gott sei Dank, Nackt- und Aktfotos von mir. Trotz dieser Anfänge mit 15 mitten in Hamburg alleine auf mich gestellt zu sein. Und das war einfach zu katholisch, wie ich aufgewachsen bin. Ich habe mir immer meine Mutter vorgestellt, wenn ich ihr erkläre, ich hätte Nacktfotos gemacht. Die hat mich umgebracht. Aber es hätte ja aus dir auch eine Heidi Klum werden können eigentlich. Also reines Model-Laufsteg. Du hast ja alle Voraussetzungen. Ja, ich glaube, ich war auch als Model damals in Hamburg schon erfolgreich. Aber ich war auch ein bisschen zu zappelig. Ich war ja... Heute bin ich ja wesentlich älter als damals und ruhiger. Aber ich bin vielen Leuten auf die Nerven gegangen. Aber ich habe immer gedacht, deine Stimme wäre viel höher und eindringen. Eindringen, ja. Ich habe ehrlich gedacht, die wäre so ein bisschen eher so. Aber die ist ja eigentlich ganz angenehm. Weil ich mich fragte, als Franjo sich in dich verliebt hat, ob der nicht gedacht hat, oh, will ich diese hohe Stimme mal zu Hause? Nicht so gut. Nee, aber es ist gar nicht so schlimm. Franjo hört auf ein Ohr nicht. Das ist ja gut. Und du sprichst immer in das taube Ohr. Ich sitze immer rechts neben Franjo, wenn euch das aufgefallen ist, weil da hört er nichts. Und die, und die ganze Gehirnhälfte ist auf still gelegt. Arbeitet auch nicht. Nein, deswegen sind wir ja 13 Jahre glücklich. Oder? Du bist dann aber vom Modelsein direkt in diesen ganzen Misswahlen Zirkus. Und zwar ganz toll, Miss Hamburg gewonnen, Miss Germany gewonnen, Miss World mitgemacht, nicht geworden, oder? Doch gewonnen. Miss World? Ja, Miss EC World. Jawohl. Weil du warst ja auch noch Miss American Dream. Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil diese Misswahl gehört Donald Trump. Und der wählt eine Miss Januar, Februar, März und so weiter, weil du wirst automatisch Kalendergirl. All das wusste ich damals nicht. Ich hätte trotzdem mitgemacht, aber ich habe es nicht gewusst. Und ich bin dann nach Amerika gefahren und habe dort tatsächlich als erste Deutsche überhaupt gewonnen und war dann auf einmal total bei den Kalendergirls. Und die sind schon witzig. Die sind wie aus dem Bilderbuch. Das sind wirklich immer die I love you. Oh, I love you. Und ich war mittendrin. Wenn man nicht mehr machen muss. Und dann mit Bikini wahrscheinlich. Also nicht nackt, sondern Bikini. Nee, das waren auch die Figuren in den 90ern, die wir nur aus Katalogen kannten. Die hatten die drüben. Und die sahen wirklich aus wie Barbie-Puppen, die sprachen wie Barbie-Puppen. Es war einfach faszinierend, einmal dabei zu sein und das zu erleben. Aber wie weit du es geschafft hast, wer ist denn da überhaupt auf dich aufmerksam geworden in Amerika? Also wenn ich ganz ehrlich bin, war ich wirklich der Tollpatsch in dieser ganzen Geschichte und fiel so stark auf, indem ich alles falsch machte, was man falsch machen konnte und gewann dann eine große Sympathie, nachdem ich in der Choreografie in die falsche Richtung gelaufen bin, nachdem ich irgendwie... selbst auf Fotos, das Interview ist ein bisschen Comedy-mäßig drauf wahrscheinlich. Und ja, dabei war so ein das bisschen so Mischucke haben die gedacht, ist die Kleine da? Drücken wir ein Auge zu. Aber du hast ja, denn du hättest dich da ja drauf ausruhen können, in Amerika bleiben, einen reichen Mann heiraten, einen Produzenten kennenlernen. Hab ich ja mal, hat aber nicht geklappt. In Amerika? Warst du mit? Direkt hier um die Ecke in Tönsen. Aber guck mal,
mal, soll ich dir mal was zeigen, worauf ich so stolz bin? Nirgendwo steht Dieter Bohlen. Ist es nicht toll? Deswegen reden wir auch nicht über ihn. Nirgendwo, der ist komplett raus. Genau. Finde ich ganz schön. Nee, das ist aber wirklich nett, danke schön. Aber das hätte ja alles passieren können. Es war ja vorher noch die Zeit, dass du auf der Handelsschule warst und eine Schneiderlehre gemacht hast. Wäre das eine Option gewesen zur Misswahl und so? Also die Schneiderlehre, die stimmt nicht ganz, sondern ich habe ein Modeatelier in Hamburg gehabt und habe eines. Ja, in der Rutschbahn 38, ich glaube 5 Jahre habe ich als Designerin gearbeitet. Und wenn man sich an die Anfänge noch von Piep erinnert, ich habe all die Kleider, die ich damals getragen habe, alle selbst gemacht und habe mit meiner Freundin dieses Atelier 5 Jahre gehabt. Und wir haben im Besenbinderhof hier in Hamburg unsere erste Modenschau gemacht. Da war ich 21 und es kamen 2000 Leute. Die Medien haben darüber berichtet, wir waren plötzlich in den Nachrichten. Ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte. Und da fing eigentlich alles an. Ich hatte über Nacht den Titel oder die ganzen Titel, Miss Germany, Miss Hamburg und so weiter, eine goldene Schallplatte, obwohl ich nur einen Satz singen kann. Chocolate. Ja, und ich konnte ja wirklich nur Rhythmus der Noche singen. Aber ich kann das noch anstimmen? Könntest du das noch einsingen, sowas eigentlich in der Dings? Das wäre irgendein anderes Lied, aber das ist ja ein Welthit. Also der wird ja von 1000 Leuten gecovert gemacht. Man kennt, jeder von uns kennt ja diesen Song. Ja, und den hast du gesungen? Ja, alle. Wo denn? Ich höre da 20 Stimmen. Hast du alle 20 gesungen? Und Dieter, er hat immer alles aufgenommen, nein, oder wie? Der Dieter, den kannte ich da noch nicht mal. Also im Gegenteil, er war ja auch nicht dafür, dass ich Karriere mache. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, das war ungefähr. Ist da noch so ein Rest Hass eigentlich, nein, doch noch irgendwo? Das ist alles so lange her. Nein, das war damals, ich glaube, 8 Jahre bevor ich ihn überhaupt getroffen habe, bin ich in der Diskothek, wo unterwegs gewesen. Ich kann eigentlich sehr gut tanzen. Musikalisch kam ich rüber, so rein optisch. Dachten alle, Hossa, die kleine Brasilianerin, die muss doch singen können, so wie die aussieht. Hat man mich ins Studio bestellt, Studio 33, Alex Christensen sagte zu mir, so, du bist unsere Leadsängerin der neuen Gruppe Schokolade. Und ich, okay. Dann haben die mich in dieses Studio getan, die Kopfhörer auf, den Text. Ich krieg jetzt schon wieder Panik, wenn ich dran denke. Das war so ein langer Text. Wie, war da nicht nur Rhythmo? Der, ach, da war auch sowas mit... So lang. Ah, ja. Und yo hablo muy bien español, pero mi voz es un... No sé. Und das musstest du dann singen? Du hast das Lied aber schon nach Hause gekriegt. Nein, gar nichts. Ich sag, das ist alles in den 80ern denn gewesen. Das kann ja kein Mensch. Da hat man gesagt, so, gut, sie sieht gut aus, stellt sie hin, sie singt. Und ich, oh Gott, Rhythmus de la Noche. Ich war ja froh, dass ich die erste Zeile hatte, weil ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen und nicht in Bolivien. So, dann habe ich dann gesungen und einer der Studioleute, der hieß Amadeus, der war ganz feinfühlig, der konnte alles hören. Und der ging so glücklich an der Glasscheibe vorbei und kaum hörte er meine Stimme, machte er so und rannte weg. Und ich, das ist Zufall. Ich wieder, Rhythmus de la Noche. Und dann war das aus Versehen auf laut gestellt und ich schwöre, es war, da sagte eine, ich zitiere nur, sonst sage ich so ein Wort nie im Fernsehen. Scheiße, wir haben niemand anders, die sieht gut aus, die wird's. Und ich wird's. Was, ich habe gar nicht begriffen. Ich werde Sängerin. Und dann alle, streich den Text, wir haben nur noch 2 Stunden. Rhythmus de la Noche ist deine Zeile, kriegst du doch hin. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, erst ja sagen und hinterher drüber nachdenken. Und dann habe ich gesungen. Ja, dann war das Sätzchen aufgenommen, es wurde gedoppelt. Mädchen in Deutschland sagen, das mit dem erst ja sagen und dann drüber nachdenken, gilt nicht für jede Situation. Muss man an dieser Stelle nur mal ganz kurz das sagen. Das hast du gut gemacht, da hast du wohl recht. Du,
Dein Zahnarzt hat gesagt, du hättest so wahnsinnig tolles Zahnfleisch. Ja. Wie ist denn wahnsinnig tolles Zahnfleisch und wie ist denn geht so Zahnfleisch? Nein, ich war wirklich, ich meine, ich habe ja einen kleinen Sohn, ich kann mir ja nicht alles ausdenken, der hört ja wahrscheinlich auch zu. Jetzt? Und die Zeit, wir sind voll spät. Ja, so Mischlingskinder schlafen, wann sie wollen. Und der Diego ist eigentlich ganz lässig, wenn ich im Fernsehen bin, darf er länger wach bleiben. Und der war mit mir beim Zahnarzt, der hat jetzt eine Zahnspange gekriegt. Und der Dr. Sonntag, ein ganz netter, super solider, netter Zahnarzt, kinderlieb, hat bei Diego alles geregelt. Er rutschte vom Stuhl, ich lag da, Kontrolle. Und plötzlich sagt er so vom tiefsten Herzen, also deine Mama hat vielleicht ein Zahnfleisch einer 20-Jährigen. Da habe ich nur gedacht, warum kein Po einer 20-Jährigen, ja. Warum keine Brust oder ein Gesicht, aber nein, das Zahnfleisch, nicht ja, mal die Zähne. Man fragt sich nur gerade, was so ein Zahnarzt so sieht, ne? Wie das denn einer 50-Jährigen aussieht. Hm? Ja, gang. Das sehe ich noch gar nicht. Jetzt sehe ich es. Ja, ja, es ist sehr rosa. Rosa und sehr, sieht gut aus. Das wäre jetzt blöd, ne? Hast du dir schon mal Schafsplazenta ins Gesicht geschmiert? Das macht Victoria Beckham macht das immer. Nee, ich habe nur mal gehört, dass wenn man ein Baby kriegt, was mir ja zweimal passiert ist, ist an der ganzen Nabelschnur entlang, das hat einen blöden Namen, Käseschmiere, riecht aber nach Vanille und schmeckt ganz lecker. Babys riechen nach Karamell und Vanille. Nein, ich finde das eh schon so toll, dass man es als Mutter überhaupt diesen kleinen, schrumpeligen Fleischklops akzeptiert und es erlaubt, dass der hier hingelegt werden darf mit all dem Schmand. Mit der Käseschmiere. Käseschmiere, dieses Wort hört sich auch schon... Das ist auch gemein, aber es riecht doch nach Vanille. Und ich habe den Kleinen, der war gerade eine Minute alt, so über mein Gesicht gezogen, fünfmal. Da war die Käseschmiere. Hast du wirklich dich eingecremt, weil du es einmal wissen wolltest? Nein. Nee, das ist nachweislich, also auf dieses neugeborene Baby und die Nabelschnur hat einen weißen, das nennt man Käseschmiere, ist aber wirklich vom Geruch verkannt. Es riecht wirklich nett, deswegen sagt man ja auch, Babys riechen so lecker. Vielleicht denkt man es nur als Mutter, deren Käseschmiere es ist. Ich glaube, das kommt vor hunderten von Jahren und ist von einem Mann zu Papier gebracht worden. Okay. Und wie immer hatte er keine Ahnung. Ihr hättet es gewusst. Ja. Und die haben bestimmte Zellen, die Haut verjüngen könnten. Aber wir können ja keine menschlichen Produkte abfüllen. Das heißt, es ist ja verboten. Aber ich darf ja noch mein eigenes Baby durch mein aber Gesicht von Schafen ziehen. Anscheinend, ja. Ein Schaf ist uns ähnlich, aber ein Schwein übrigens noch länger. Während der Schwangerschaft vom Schwein ist das Embryoschweinchen, ich glaube, 6 Monate den menschlichen Fötus nicht zu unterscheiden. Wie hast du das so schön gesagt? Porzellan. Ja, Porzellan. Porzellan mag ich auch. Und hochgehackte Schuhe, habe ich immer gesagt. Die werde ich. Und mein Vater, der war ja typisch Hamburger, wie gesagt, der könnte dazwischen stehen. Und ich habe mir gesagt, Papi, wenn ich älter bin, dann kann ich auch so hochgehackte Schuhe anziehen wie die Mami. Und der, ja, Stummilein, mach du mal. Mich hat ja keiner korrigiert. Was sollte denn aus mir werden? Weil die es niedlich fanden, ja, wahrscheinlich. Hochgehackte Schuhe habe ich jetzt erst rausgekriegt. Also wenn ihr Fragen an Verona habt, die ich noch nicht gestellt habe, würdet ihr was auf die Bierdeckelchen schreiben? Ich sammle die gleich ein. Und ich wusste nicht, dass Franjo eigentlich Franz Josef heißt. Nee, sein Vater heißt Franz Josef, wurde Franjo genannt, wie ein Alexander, der Alex genannt wird. Ja. Und dann haben die Eltern den Franjo getauft. Ach so, der heißt dann doch der richtig Franjo. Der ist getauft auf Franjo. Ach, das wusste ich nicht. Der Vater heißt Franz Josef und das war immer sein Spitzname, Franjo. Dann haben die gesagt, wenn wir mal einen Sohn haben, dann nennen wir den Franjo. Und das ist ein jugoslawischer Name. Und deswegen kommen so viele Frauen zu mir aus Jugoslawien. Ich glaube nicht, Franjo. Oh, wir sind so stolz auf Franjo. Geheiratete Verona. Wo habt ihr euch kennengelernt eigentlich? Ich sollte Prinz Malik heiraten, einen schwarzen Prinzen. Und wo ist der so? Wo lebt der so? In London. Ach so, das geht ja noch. Ja, und der war 39 und sollte zu seinem 40. Geburtstag verheiratet sein, um das Königreich anzutreten. Hat der Kohle? Ja, ihm gehörte immerhin ein ganzer Rennstall, weil er hat mich zur Formel 1 eingeladen und sah gut aus, hat in London studiert, hat mich mit seinem Privatjet abgeholt. Alles war wunderbar, wie bei Pretty Woman. Mm. Ich habe mir auch schon ausgemalt, wie ich mit dem Rollstuhl durchs Palast fahre. Sex? Ja, nein. Nein, weil mir war auch, wie gesagt, total nett, aber wie das Leben so ist. Ich war auf dieser Party, auf der du warst, wahrscheinlich? Nein, da war keine Party, sondern wir waren in diesem Rennstall und er war so nett und höflich und alles. Und ich habe mich nicht verliebt. Und wo war Franjo? Der war doch auch in London. Und Franjo kam mit Alex Schrempf, damals von Mercedes noch, mit Norbert Haug und war mit der ganzen Bande befreundet, weil er hat ja in London studiert, Architektur, und lebte noch in London und kam
in den Stall von der Formel 1 von Mercedes und sagte zu Norbert Haug, als ich vorbeiging, die Kleine da hinten, ist das nicht die Feldbusch? Und dann sagte Norbert ja. Und dann sagte er, die heirate ich mal. Hat aber noch nie mit mir gesprochen. Und Norbert ganz sicher, trink noch mal was. So, ich huschte vorbei und dann sagte Norbert zu mir irgendwann mal, komm mal rein, Verona, wir uns kannten. Ja, und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, wenn einer Franz Josef hat und sich Franjo nennt, da hat er doch schon nicht alle auf der Uhr. Der ist ja total verwirrt, der Junge. Und sie, nee, das ist voll dein Typ. Meine beste Freundin hat das eigentlich sofort erkannt. Du hast doch gesagt, dass du hast mit deiner Freundin einen 20-Punkte-Plan gemacht. Und ich habe 8 davon gefunden. Der muss super aussehen, hast du ja bei Franjo. Kinderlieb sein, naturverbunden sein, sportlich, intelligent, war alles da, ne? Ehrlich, wie konntest treu, aufrichtig, nur mich lieben. Aber wie konntest du denn Kinderlieb so schnell abklopfen? Naja, es war so, ich war also nach meiner Scheidung, ohne den Namen auszusprechen, war ich 3,5 Jahre Single. Ist doch lang, ne? Ja. Ohne Affäre. Aber nach den Tabolen, glaube ich, braucht man das auch. Ja, jetzt hast du es ausgesprochen. Da ist man ja erstmal wieder ganz unten und denkt. Nee, das war einfach. Es war eigentlich wie im Film. Ne? Man kannte mich, mein Job war aufregend, ich war jede Woche in einer anderen Stadt. Ich war einfach so wie heute, nur eben das Ganze vor 13 Jahren. So, und ich habe immer jemanden kennengelernt und dachte, wow, das ist er, weil ich wollte ja nicht alleine bleiben. So, und dann sagte ich zum Beispiel, magst du Kinder? Total, kommen wir mal in einem Restaurant. Hast du so schnell gesagt immer? Nicht so beiläufig, so, magst du eigentlich Kinder? Ja. Dann kam, alle weg eigentlich, nee, oder die haben alle gelogen. Die haben gesagt, natürlich, kommen wir mal in einem Restaurant. Und dann nörgelten zwei Kinder rum und er, die kleinen Penner. Ja. Da ich gesagt, tschüss. Den nächsten, dann meine ich so, ich mag halt Menschen, die einfach normal, großzügig, entspannt sind. Ja, wollen wir uns denn die Pizza teilen vom Preis und nicht auch, wir sehen uns nicht wieder. Dann, was hast du erlebt? Ja, dann der Nächste. Kommst Pizza du, teilen. Nur der Nächste sagte zu mir nach Wochen, die wir im Kino verbracht haben, kommst du zu mir mit nach Hause? Ich dachte, ja, ein Glas Wein kann man ja trinken. Bevor mein Fuß auf dem Parkett war, zieh bitte die Schuhe aus, gib Kratzer. Nicht auch, wir sehen uns nicht wieder. So. Ja, aber da warst du ja noch nie verliebt dann, ne? Das war immer noch so ein Kennenlernen. Ja, wo du dachtest, der hat was, und aber da hat er nichts. Nur noch mal ganz kurz, aber wenn man Dieter kennenlernt, da gibt es so eine lange Geschichte, aber ich sag kein Wort heute. Nee, die machen wir jetzt nicht. Ich habe viel spannendere Sachen. Also so kam ich auf manchmal, jeden Fall zu Franjo. Okay, manchmal mietest du dir mit Franjo ein Hotel, wenn ihr mal alleine sein wollt. Stimmt das oder ist das nur irgendwo so geschrieben? Ohne Kinder und was macht ihr dann da? Sexspiele. Wir haben denn so Masken mit Reißverschlüssen. Nehmt ihr so Sachen mit dann? Nein, nein, das steht wieder morgen überall in der Presse. Wenn wir ehrlich sind, eigentlich bestellt man sich noch eine Pizza, guckt Fernsehen und schläft einfach mal aus. Ausschlafen. Oder? Oh. Vor einem Jahr war das so für mich, also ich liebe ja Handtaschen, ich habe keinen Schuh-Tick, ich habe auch sonst keinen Tick, glaube ich, außer Handtaschen. Und die schönste Handtasche der Welt, die hätte ich dir geschenkt gegen einen Gutschein einmal ausschlafen. Darf ich sagen, dass du 190 Handtaschen hast? Ja. Und dass ihr umgezogen seid und Franjo die 190 Handtaschen in die Bücherregale ins Wohnzimmer gestellt hat. Und dass du das so schön fandst, dass sie da heute noch stehen. Und das war vor 13 Jahren. Die haben sich vermehrt. Die haben sich vermehrt. Und, nee. Tust du denn manchmal, nimmst du sie so und dann fasst du sie an und riechst sie und dann stellst du sie zurück. Hast du die ausgestopft mit irgendwas? Nee, ich spreche mit denen. Ja? Antworten die auch? Ja. Die antworten. Die antworten, die sagen immer, Hallöchen. Nimm ich doch auch mal mit. Nein, nimm ich mich, noch nie. Du warst bei mir zu Hause, du weißt das. Und ist es nicht so. Uns da oben raufsetzen. Kannst du dich mit dem Kleid da raufsetzen? Du musst ein bisschen aufpassen. Was ich alles kann. Nicht, dass man Land sieht. Nein. Für die Shanties, die brauchen das. Okay. Wenn du dich hier raufsetzt, ne? Und dann habe ich immer Folgendes gemacht. Also jetzt, ich mache es vor und du machst es einfach kleiner. Man macht so, ne? Ja. Kreuzen, hier festhalten. Okay. Und dann sagen, oh. Das ist ja sensationell. Und wenn du das natürlich jetzt mit deinem Bein, deiner Figur, deinem Charisma und deinem Kleid machen würdest, dann würden die ausflippen. Ja, und ich habe ja nicht meine Unterhose an. Oh. Was mache ich? Hast du so ein Bier? Hast du so ein kleines Bier, der gilt nicht davor? Ja, warte. Ich hätte, guck mal, das passt sogar zum Kleid. Kann man noch gelten lassen, ne, Jungs? So. Aber wir rutschen noch mal so ein bisschen an die Hupe daran, wollte ich gerade sagen. So. So. Ja. Was trägst du in Formularen eigentlich bei Beruf ein? Ja, das ist eine gute Frage. Es stimmt, du hattest doch, es gab doch eine Phase in deinem Leben, da hast du für 8 verschiedene Sachen Werbung gemacht. Ja, ne? Gleichzeitig. Also das war das Besondere, weil das gab es vorher so noch nicht. Nee. Und also Werbeikone. Ja, also danke. Ich sag immer, als
als wir klein waren, da hat man im Kindergarten die Jungs gefragt, was wollt ihr werden? Die wollten natürlich alle Feuerwehrmann werden. Man kann ja nicht sagen, ich werde Werbeikone, das ist ja wie Spielerfrau, das ist ja Quatsch. Aber es ist so passiert. Hast du dich schon mal an jemanden gerecht? Ah ja, ich glaube so mit Humor schon. Ich bin nicht nachtragend, das bin ich wirklich nicht. Für mich ist immer nach einer kurzen Zeit alles gut. Jede Entschuldigung nehme ich im Leben an, weil ich denke, wenn einer sich entschuldigt, mehr kannst du nicht verlangen. Und ich bin nicht nachtragend, aber klar, so Kleinigkeiten. Ich glaube, im Teenie-Alter mehr als heute. Also ich weiß nicht, was man heute machen müsste, damit ich mich räche. Ich glaube, ich schwöre mir die Rache bei Nacht und am nächsten Tag ist schon wieder gut. Weil du so dünn bist, hat Franjo manchmal blaue Flecken. Oh Mann. Ja, hat der arme Kerl. Nein, das sieht doch toll aus. Das sieht doch überhaupt nicht, das sieht so gegossen. Findet ihr nicht, dass das wahnsinnig perfekt aussieht? Ja, Jungs, ihr doch auch, oder nicht? Guckt ihr sie nicht alle auch an und sagt irgendwie, blöde Kuh? Immer in Kombi mit Miststück. Als ich klein war, haben immer in Hamburg alle gesagt, ja, mein Dirn, du musst ja mehr essen. Was ist denn mit dir? Das du musst essen. Ja, immer. Wenn Franjo und Dieter sich um dich duellieren würden, wer würde gewinnen? Ja, natürlich Franjo. Ich bitte dich, ein Held. Ja? Ja, cheers. Dieter auch. War kein Held? Achtest du beim Sex immer drauf, wie du aussiehst? Total. Wir haben lauter kleine Spiegel an der Decke angebracht. Ja? Und ich war, warte mal, Schatz, Moment, jetzt geht's wieder weiter. Ja, also klar, also ich gucke eigentlich nur in den Spiegel. Gehst du ungeschminkt in Brötchen holen? Du holst gar keine Brötchen, oder? Also ich kenne ja deine Schwester, um das mal auf den Punkt zu bringen, die Heike Müller. Und ich war tatsächlich zum Haare machen da. So, und da das Haar so lang ist, nach 2 Stunden, dachte ich, mir reicht's. Da habe ich gesagt, Heike, kann ich mir ein Handtuch ausleihen? Und sie, was ist denn? Und ich, alles gut. Dann habe ich das Handtuch rumgewickelt. Haare waren nass, hier war noch so ein Rand vom Färben und dann meinte ich, ich muss jetzt los. Meinst du, du gehst doch jetzt nicht so aus dem Laden? Doch. Mach ich doch. Mach ich auch. Und dann bin ich gegangen, über die Straße, zum Parkplatz, habe alle Leute gegrüßt. Und im weißes Handtuch? Graues. Im Mini hatte ich die Scheiben runter, das war schönes Wetter. Ich hatte so eine große Brille auf, aber die hatte ich halt, weil die Sonne schien und bin dann so ins Büro. Sondern aber das ist sehr uneitel, das muss ich auch sagen. Ja, und ich habe auch meinen Kaffee bei Starbucks gegenüber, den kennt sie ja, den Laden geholt. Mhm. Und da stand ich mit dem Handtuch und die Verkäuferin war etwas älter und sagte, Frau Pot, alles gut? Und dann meinte ich komme gerade aus der Dusche, sorry, habe mich nur so durchgeschüttelt. Aber werden die eigentlich grau? Hast du schon graue Haare? Bist du irgendwann eine das graue Oma? Ich muss das zugeben, ich habe ungefähr 1 Million graue Haare. Ich auch, aber ich finde es eigentlich ganz schön. Aber manchmal morgens ist es nicht schön. Nee, aber bei Blonden kaschiert sich das ja so. Bei mir ist das wie bei so einem Stinktier, die haben doch so Streifen. Oh. Ein Iltis, man kann ja auch Iltis sagen, ganz elegant. Also in einer Weile sehe ich aus wie ein Iltis, aber ich habe einen Trick. Wimperntusche einmal am Taschentuch abstreifen und den Mittelscheitel nachmalen. Nee. Na klar. Jetzt komme ich hier. Wenn es regnet? Jetzt komme ich ja gerade vom Wasser. Unbedingt wasserfest. Wasserfest ist wichtig wahrscheinlich. Ne? Ja, also bei mir gibt es viele Überraschungen im Regen. Viele Überraschungen im Regen. Tja. Mein Sohn sagt immer, Mamiti, ich weiß auch nicht, mit dir ist irgendwie was schiefgegangen. Sag ich, was denn, Diego? Dann hat er zu mir, du hattest doch mal einen schweren Autounfall und ich war mal ein Jahr in einer Reha-Klinik, hatte 2 Wirbel gebrochen, war im Rollstuhl, da war ich 19. Das habe ich ihm mal erzählt. Dann hat er, Mamiti, bist du eigentlich auch mit dem Kopf vorne irgendwo gegengekommen? Ja, die Jungs werden fies und wenn der älter wird, wird er immer noch fieser, noch ein bisschen fieser. Dann oh nein, der ist süß. Das ist so ein Necken, der neckt sich ja, quasi nein, dann. Aber wir haben immer Spaß. Dann sagte er, ja, aber du hast so ein Dummchen-Image gehabt. Und dann ist er, sag ich, Mäuselinchen, hör mir mal genau zu, guck mir in die Augen, deine Mutter ist der totale Chef und du musst erst mal das hinkriegen, was ich hingekriegt habe. Und er, was hast du hingekriegt? Und ich zieh den anderen mal. Meine Lieblingsantwort, als ich alles über dich gelesen habe, war, dass eine Journalistin sagt, Frau Pot, wie dumm sind Sie wirklich? Und du hast gesagt, klug genug, um Erfolg zu haben. Das war ganz schön. Ja, und Sir Peter Ustinov, den wir alle kennen und sicherlich verehren, der hat mal in einem Interview, nachdem wir für die Expo 4 Werbespots gedreht haben, hat man ihn in einem Interview konfrontiert mit meinem Image, damals so, und hat ihn gefragt. Und dann sagt er, ich kann nur sagen, Verona Feldbusch damals noch, sie muss schon sehr klug sein, um so perfekt dumm zu spielen. Stimmt es, dass du noch nie eine E-Mail geschrieben hast eigentlich? Habe ich auch noch irgendwo gelesen. Ja, ja, ja. Ich bin, übrigens, Karl Lagerfeld und ich, wir sind ja so. Aber der hat auch noch nie eine E-Mail geschrieben und er sagte, das ist was für Angestellte. Oh. Hm. Oder meinte er, man braucht dafür Angestellte oder man hat dafür Angestellte? Er hat einfach nur gesagt, das ist überhaupt die Angestellte. Und ich kann mich denen hinzufügen als schnell sprechende Person, finde ich das auch. Warst du schon mal in Stockholm? Ich liebe Stockholm.
Und hast du doch mal geshoppt? Man kann so toll shoppen. Nee, da sind so junge Musiker, so gut aussehende Jungs sind da in Stockholm. Gut aussehen, jung auch. Mhm. Ja, so mein Alter. Und die können ganz tolle Musik machen. Die beste Musik kommt aus Schweden. Genau. Und deswegen bin ich so froh, dass sie heute da sind. Begrüßen wir Ömko! Hello, boys. Hello. How are you? We're great. How are you? Me great, too. Hello. Hello. You came over from Stockholm today to Hamburg, and tomorrow you have to go back to have a concert in Stockholm. Yeah, we have one tomorrow. You are very young. How old are you? 7 years old. Seven. And you? 12. And you? I'm 23. Okay. Puh. Ich freu mich. Und Action! Am Korn! We should go to Paris, we should go and dance, 'cause no one really likes us, we should go to France. The promise that you gave me, this is gone and lost, but no one really likes us, we should go to France. The promise that you gave me, this is gone and lost. But you don't even like me. Alone, I'll go to gone to Paris, we should have had that dance, 'cause no one really liked us, we should have gone to France. I'm coming! I love this song! Yay! Thank you. Frau Müller, noch mal zwei neue Bier haben. Ich total... Ich freue mich. Besoffen? Besoffen? Ach, toll. Zwei richtige Biere vielleicht. Und jetzt sage ich die ganze Wahrheit werde ich heute ausplaudern. Wollen wir mal den nächsten Gast reinholen? Haben wir noch einen Gast? Ja, das wird gar nicht gesagt. Doch. Der ist ganz toll. Tausendmal probiert. Wollen wir mal die erste Strophe versuchen zu singen? Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben.
passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Hause, du schliefst ein vom Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in allen Jahren. Hast du das, bist du Klaus Lage-Fan oder Fan von dem Song? Vom Song und dann habe ich noch Monopoly, mag ich auch gern. Also Monopoly. Wir sind nur die Randfigur in einem schlechten Spiel, ja genau. Komm, wir gehen wieder in die Bank. Da ist es. Die Bier trinken. Aber wir holen oder nicht? Ja. Kleines. Würdest du durchrutschen und dann würde ich mit dich gehen, dann kommst du gehst in die Mitte, gut. Ja, genau. Okay. Hier ist ein Ventilator da drunter, da wäre wow. Die Katze kalt. Aber ich denke, ja. Dein Kumpel, der Wachtfeitel, ja. Der sagt ja, du bist eine Temperaturmemme. Deswegen habe ich total Angst, dass es dir jetzt hier ein Vielen bisschen Dank, zu warm Verona. Oder zu kalt wird. Trinkst du Bier? Ja, sehr gern. Was das heißt, ist wir das bleiben beim Bierchen, ne? Aber wir dürfen keine Werbung machen. Es ist aber ein das ist das, was es echtes hier gibt. Das Bier. Haben wir abgeklebt. Astra steht da, glaube ich, unter Mit dem Pflaster. Ja. Mein Herz. Interessierst du dich für die Biersorten, die du dann trinkst? Nee, nicht unbedingt. Aber es gibt in Bayern natürlich ein paar Biersorten, die man meistens trinkt. Ahels, Ahels. Ich persönlich liebe Astra, falls ihr einen Werbevertrag für mich habt. Hättest du gern einen neuen Werbevertrag? Oh, Astra schmeckt mir so lecker. Ich weiß gar nicht, ist ja der Wahnsinn. Ich sehe, trink mal. Verona, du auch. Ja, Prost. Hey, hey, hey. Also der Wachtfeitel hat halt gesagt, dass du so eine... Wer? Der Wachtfeitel. Also, wer ist das? Dein Udo. Udo. Dein Kollege aus dem Tatort. Du wärst eine Temperaturmemme. Ja. Und dass du ständig dabei bist, Fenster aufzureißen oder zuzumachen. Weil wenn die Temperatur nicht genau deine ist, dann kannst du nicht... Ich habe ja jetzt hier ein Thermometer hingegangen. Guck mal, oh, es ist weg. Doch, da irgendwo ist es noch. Also, wir wohnen zusammen in einem Wohnmobil. Wir sind die längsten Camper eigentlich, weil wir machen 3 Tatorte im Jahr und die dauern jeweils 5 Wochen. Das heißt, wir sind ungefähr... 3 mal 5 Wochen, 15, wie viel ist das? 4 Monate? Viel. Das ist sehr viel in einem Wohnmobil. Wir könnten auch jeder eins haben, aber wir haben uns so dran gewöhnt. Er ist froh, wenn ich mal die Tür aufreiße, damit es nicht stinkt. Und es ist auch schön, wenn man mal die Heizung anmacht, weil er zu faul ist, sie irgendwie zu finden, wie das geht jetzt also im Winter. Also eigentlich ist er das Schwein. Im Grunde kümmere ich mich dann um den Laden. Er sagt doch, du wärst so wahnsinnig ordnungsliebend. Das ja, heißt, das bin ich schon, wenn er seinen ja. Bratwurstteller stehen lässt ja, in dem Wohnwagen, weg, ja. räumst du ihm alles weg. Ja. Bist du so die Mutti in eurer Beziehung? Ja, und ich habe aber jetzt aufgehört, das zu unterstützen. Als erzieherische Maßnahme. Nach 20 Jahren kommt mir das jetzt nicht mehr vor. Der Udo hat ja gesagt, als ihr euch kennengelernt habt, vor 22 Jahren, glaube ich, ja, ungefähr. Meine längste Beziehung. Deine längste Beziehung? Wahrscheinlich, weil ihr keinen Sex habt, oder? Habt ihr Sex? Nein. Er will keine Kinder haben, deswegen. Okay. Also dann funktioniert es ja oft besser, wenn es von vornherein klar ist. Aber er hat gesagt, als er dich kennengelernt hat, fand er dich total gockelhaft und wie ein Hahn und angeberisch. Und du fandst dich überhaupt nicht so. Du fandst dich normal. Ich war Kroate, sagen wir mal so. Sind die arrogant? Nicht arrogant, sondern halt gockelhaft, meinte er. Er meinte, dass er sich, so wie er das heute tut, in Positur wirft, wenn Mädels kommen. Ihr seid ja beide, das finde ich so lustig. Ich habe mal ein Bildchen vergrößern. Darf ich mal so einmal zwischen, sag mal, zwischen die Beine so. Gehen? Oh, oh nein. Auch schon lange keine mehr gesagt. Oh, Kinder. Du, jo. Ihr seid, das finde ich Ach, so lustig. Du großer Gott. Vielleicht sieht man das, ja. Ich weiß nicht, ob es spiegelt. Ihr seid so angefangen, so braun. Ja, stimmt. Ganz viele Haare braun. Jo. Und jetzt seid ihr beide gleichzeitig mit ganz vielen Haaren, Tante Käthe-mäßig. Das war Absicht, ja. War Absicht. Ist das lustig? Ja. Ist das lustig? Ich mag das sehr, dieses Bild. Guck mal, ich zeig's dir auch so noch mal. So haben wir angefangen. So braun angefangen und jetzt so. Vorher, nachher heißt es. Vielleicht haben die einfach zu viele Strähnen reingemacht. Das ist bestimmt alles gefährlich. Nein, ich glaube, was ihr schon nehmt, ihr nehmt so Silbermittel, damit der Gelbstich nicht. Ja, natürlich. Ne? Wollen wir mal so ein bisschen bei dir von Anfang an erzählen. Du bist in Zagreb geboren, aber du bist ja mit 1 nach Hamburg und du bist dann mit wie viel nach München? Wie viele Jahren? Mit 2? 11. 11? Also ich war vorher immer hin und her.
und habe auch Schule und Kindergarten gemacht und immer Schulen gewechselt, hin und her, bis zu meinem 11. Lebensjahr. Und dann kam ich fest nach Deutschland. Mhm. Weil deine Eltern waren sehr, sehr arm. Ihr habt damals, also im damaligen Jugoslawien, in einem Zimmer irgendwie gewohnt. Ja. Und da war quasi Küche und Klo dasselbe. So ist es. Das es ist gab natürlich ein ökologisch super. Das würde man sich heute mal wieder. Dieses Wort war uns nicht so bekannt wünschen damals. Aber es war so, ne? Ein Zimmer und da fand alles statt. Es war ein Zimmer und dann gab es ein Bad und wir hatten keine Küche. Und aus diesem Bad wurde dann eine Küche auch gemacht. Das heißt, es war da eine Toilette, es war eine Badewanne, über die wurden Bretter gelegt. Da kam ein Rechaud drauf. Das ist so ein Heizgerät, so mit zwei. Zum Kochen. Mhm. Und auf der anderen Seite stand ein Tisch mit drei Stühlen für uns. Und da wurde gegessen, gekocht und auch das Gegenteil gemacht. Okay, und es gab Momente, wo dein Papa am Tisch saß und aß und du hast auf dem Pott gesessen. Das sind keine Erfindungen, das ist tatsächlich so gewesen. Soll ja nur mal so zeigen. Ich musste immer das Fenster dann aufmachen, eben auch im Winter. Winter war es frisch. Oh Gott. Du bist dann irgendwann mal deine Eltern so arm waren, zu deiner etwas reicheren Tante und reicherem Onkel nach München verschleppt worden, muss man erst mal sagen. Weil deine Mama nach Freilassing. Ins Kaff, weißt du, München Freilassing ist, ja ist jetzt anders. Nicht so weit ist weg, oder? 140 Kilometer. Okay. Ja. Und dann bist du direkt auf die Schule, bist du eingeschult worden. Mittelschule, Gymnasium. Und dann irgendwann am Gymnasium aber gemerkt, Lernen ist gar nicht so geil. Nee, war nicht so aber geil. Aber Musik ja. ist geil, Musik, hast du gedacht. Ja. Genau. Und dann habe ich die Prüfung gemacht am Mozarteum und wurde genommen. Und dann wollte ich so gern Pianist werden. Das hätte mir gefallen. Als du auf dem Gymnasium warst, war das die Zeit, als du deinen ersten Geschlechtsverkehr hattest, hinterm Schlagzeug? Hinterm Schlagzeug, ja, genau. Ja, von Mirko. Da waren wir hinter der großen Trommel, ja. Und einmal auch erwischt worden, weil Mirko, der dumme Junge, kam zum Proben. Ja, der kam zum Üben. Das macht er heute noch, aber da liegt keiner hinter der Trommel dann. Aber war das lustig, weil ihr wart gerade voll dabei und dann fängt der an? Voll dabei waren wir noch. Wir waren am Üben noch. Wir haben noch Erfahrungswerte gesammelt. Und habt ihr euch dann schnell angezogen und gesagt, hallo Mirko, na, auch da? Ja, wir haben gelächelt und Mirko hat gesagt, ich probe dann ein andermal. Voll wir blieben da. Aber das Mozarteum hat ja irgendwann zu dir gesagt, okay, du kannst ganz gut Klavier spielen, du bist aber kein Wunderkind. Irgendwann bist du überhaupt zu alt, geh weg. Ja. Und dann hast du gesagt, ja, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt nach Zürich und mal Schauspiel. Zürich war die Schauspielakademie. Ich hatte eine Freundin damals, die wollte unbedingt Schauspielerin werden. Und dadurch kam ich überhaupt drauf. Da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt hier fertig und dann komme ich mit dir mit und mache mal auch die Prüfung. So viel Talent. Nein, das Verrückte ist, weißt du, dran, dass es wirklich nicht gelogen ist. Der Witz ist, so wie Verona vorhin erzählt hat, ich habe es ja nicht erwartet. Du machst irgendwas, wo andere 400 sich melden und 20 werden genommen. Und du gehst hin und wirst genommen. Also ich finde es bis heute sehr ein Glücksfall. Also ich würde es meiner Tochter oder den Töchtern nicht empfehlen, das so zu machen. Okay. Auf so ein Risiko. Aber die werden es dann wahrscheinlich trotzdem machen. Du hast aber hast du deine Ausbildung quasi in Zürich dann fertig gemacht, warst dann ausgebildeter Schauspieler. Ja. Dann war aber Tatort noch nicht da, also Fernsehen gab es noch nicht, Rollen gespielt. Und dann hast du dich über Wasser gehalten, indem du Pornos synchronisiert hast. Das war ganz viel später. Aber das kann ich mir, wenn ich die Augen zumache, ne? Ja. Und ich höre deine Stimme, ja. Dann ist die, glaube ich, ganz toll zum Pornosynchronisieren. Und weißt du, wie das geht? Ja, komm, komm. Ja, aber das geht so. Ja. Oh ja. Du musst ein bisschen was. Du musst ja was da haben. Gab es denn da eigentlich ein Drehbuch? Weißt du, nee, ne? Natürlich gab es ein Drehbuch. Da steht dann so, ja. Ja, da steht drin. Schneller, schneller. Ja, mach's mir. Und dann steht in Klammern hinten Orgasmus, ja? Zum Beispiel. Ja? Kannst du gestalten, wie du möchtest. Ja, aber wie geht das denn? Ein junger Kollege hat dann Folgendes gemacht. Orgasmus! Und wir haben gesagt... Natürlich nicht so ein alter Hase. Ja, der wie wusste ihr. Das noch nicht. Er hat das mitgelesen. Aber ich glaube, dass das dem Porno an sich fehlt. Diese Art von Humor, die würde ja so ein Porno total aufwerten. Aber was ich zum Beispiel lustig finde, ihr habt euch immer begrüßt, statt Buongiorno habt ihr gesagt? John Porno. War immer untereinander, wo ihr euch mal angeguckt habt und gesagt habt, mein Gott, was machen wir hier? Lieber Schamlippen küssen als Schlammschippen müssen. So, und so war es wahrscheinlich auch. Das ist schön. Es ist auch, es muss Schamlippensynchron sein. Ach. Aber da hätte ich den kanntest du noch nicht, da muss ich aber wirklich mal nachhaken. Das kann man damit auch sprechen? Hier. Kann man damit sprechen? Ah, es gibt ja auch
Zungenbrecher. Oh. Ist doch gut, oder? Aber das ja, haben wir bei uns schon. Schamlippen also. Synchron ist super. Es war ja so, dass das immer nebenbei gemacht wurde. Man hat also richtig synchronisiert sozusagen. Und dann kam noch einer und sagte, Kinder, könnt ihr uns nicht ein paar Takes da rein sprechen? Wir haben da noch ein... Und dann ging man noch rüber ins andere Synchronstudio. Zum Western. Machte noch ein bisschen was drauf oder ein Ensemble noch mit und so nachmittags. Habt ihr noch Zeit? Komm, jetzt mach mir doch das noch drauf. Und wir haben halt Geld verdient, natürlich. Es war im Theater... 500 Mark war jetzt nicht so viel, oder? Also schau. Wenn du bedenkst, dass man am Theater, und ich war im Residenztheater, was gut bezahlt hat, ein Staatstheater. Netto 2,9 habe ich gelesen. Netto, aber brutto sagen wir 4,5 oder 5 und du kriegst 500 am Tag dann für so einen Kram. Stimmt, ja. Dann hat man gedacht, naja, Kinder, komm, das hört ja eh keiner. Das ist ja immer in den Pornokabinen verschwunden. Da gab es ja keine Videos und kein Internet und kein gar nichts. Ja, das wusste ja keiner. Du das sagst immer, in den Stöhnpausen habt ihr euch dann immer noch fiese Witze erzählt. Weißt du noch einen fiesen Witz? Ein fiesen Witz? Nein, es gab eine Begebenheit, die war sehr lustig. Wir hatten einen alten, bekannten Synchronregisseur, der nölte immer, so gab es damals, der, ja, wen habt ihr denn da ans Rohr geschickt? Wer ist denn da? Ach, du bist ins Rohr geschickt. Ans Rohr geschickt, ja. So, und dann saßen wir in diesem Konversationsraum, wo wir gequatscht haben, während wir gewartet haben. Und haben gelacht morgens und dann kam er rein und sagte zu einem Kollegen im Vorbeigehen, Michael, warum bist du denn so fröhlich bei deinem Talent? Zum Beispiel. Aber er hört sich an wie der Pater. Oh, war brutal. Also da haben wir dann aufgehört zu lachen, das war dann nicht mehr so komisch. Aber weißt du, was ich so schön finde? Habt ihr damals auch diese Spielchen gemacht? Man sagt doch immer, wenn man diese Pornostar Pseudonyme quasi entwickeln will, dann nimmt man ja immer... Ach, das gab's, ja. Gina so Black und so. Man nimmt ja immer als erstes, also Vorname ist immer erstes Haustier und Nachname ist immer Mädchenname der Mutter. Das wäre mir zum Beispiel Mausi Döscher, würde ich dann im Porno heißen. Ja, klingt gut. Und wie würdest du heißen? Vorname meiner, wessen? Also vom Tier. Nee, du nimmst dein erstes Haustier, hieß? Mein erstes Haustier hieß Mickey. Mickey wäre schon mal. Der Hund, der Kleine. Und deine Mutter mit ihrem Mädchennamen? Franulic. Oh, der neue Porno mit Mickey Franulic. Hey, denkt ihr gerade drüber nach, Jungs? Wie wär's bei euch? Sag mal, Anna, erstes Haustier und dann Mädchennamen der Mutter. Kommt da was Lustiges zusammen? Ah, den kenne ich. Der ist uralt. Ja. Stimmt es, dass du jeden Morgen 60 Sit-Ups, aber auch 60 Liegestütze machst? Das stimmt, ja. Wollen wir mal ein Lied singen? Ein Lied? Ja, von Rio Reiser. Und dann vorher zeigst du auf dem Boden noch, ob da was dran ist. Bevor ich was mache? Nee, ne? Danach? Doch, nee, davor. Nee, dann danach. Danach. Wir gehen mal singen. Danach. Verona, fühlst du dich hier wohl, wenn wir da sind? Oder möchtest Verona, du dich allein ja, vielleicht draufsetzen ich schon? Ich setze mich da oben drauf, weil die Katze eingefroren ist. Ja, ja. Du hast ja... Okay? Ich höre es schon. Das wie Eiswürfel, diese... Pepino. Nee, das... Pepino. Das glaubt mir keiner, dass hier hinter... So, muss ich Minus. Das Juhu! So muss es sein. Yeah. Miro, ja, du bist aber fix. Warte. Nein, ich warte ja auch nicht. Ich muss hier sowieso alles irgendwie einstellen. Geil, meine Füße sind so kühl. Ich bin so norddeutsch. Kommst du hier wenn zu mir? Kohle voll hat, Miro, dann kann ich mir gold. Ja, ich habe schon gehört, dass du da in diesem Dialekt dich äußerst. Wollen wir mal singen? Ja, gern. Juhu! Und du weißt, dass ich weiß, ich wollte es nicht anders. Und ich kannte den Preis. Drei Worte zu wenig und ein Wort zu viel. Ein giftiger Pfeil traf mit dem Ziel. Ein kalter Blick und wir wurden zu Steinen. Jetzt bin ich frei,
Glut in der Asche, vielleicht sogar noch mehr. Die Welt dreht sich weiter für dich und für mich. Wo heute Nacht Schatten sind, aber gestern noch Licht. Wie du so aussiehst mit deinem vollen weißen Haar und so. Und du sitzt an deinem Flügel. Hast du deine jetzige Frau ins Bett gespielt? Nein. Nein? Wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einer Theateraufführung. Also es war eine Sie war Blick, Fan? Nein, auch nicht. Es war eine Blickangelegenheit. Ein kurzer Blick und dann ja, zischt es. Ja. Wahnsinn, ja, toll. Das gibt's. Wusste sie ja denn, wer du bist, wenn das Theater war? Dann später, ja. Dass du also nicht nur Theater machst, sondern... Oder, Katrin? Du kanntest mich ja nicht so richtig, oder? Also als Tatort-Kommissar kannte ich Manfred Krug, aber ich habe das sonst gar nicht weiter... Der war, glaube ich, nie ein... Wir zahlen dann bitte. Guck dir manchmal zusammen Tatort abends auf dem Sofa? Ja. Wenn dein Tatort oder ja, auch andere... Ja, auch andere natürlich. Guckt man eigentlich als Tatort-Kommissar die Tatorte der anderen? Ab und zu, ja, wenn du Zeit hast. Einfach, es geht gar nicht darum, dass man es nicht will, sondern manchmal hat man keine Lust zum Gucken. Zweitens ist man auch nicht zu Hause. Auch bei den eigenen manchmal, die werden aufgezeichnet und dann guckt man sie sich später an. Wer soll an. Euch auch nach 66.000 Sendungen noch an die Karre pissen? Ja, also das ist ja, naja, das ihr seid nicht. Ja so musst, fest dabei. Du musst ja immer wieder den Arsch aufreißen, das stimmt nicht. Ja? Nee, man muss es immer richtig machen und richtig wollen. Und das ist zum Glück so, dass wir beide das immer noch so wollen und wild drauf sind, dass wir es noch besser machen und gut machen. Und deswegen funktioniert es dann auch. Und wir gehen einfach mal wieder zu Corona, würden die Bierdeckelchen, die ihr geschrieben habt, einsammeln. Wir würden uns jetzt mal hier raussetzen mit dem Hintern. Miro, du kommst doch hier drüber, da so hin, ne? Ja, ich komme darüber. Das ist doch gut. Du, komm über meinen Kopf rüber. Aber versprechen wir doch nicht. Da so drüber. Du machst doch, Verona macht jeden Tag Sport. Du bleibst noch mal unten, wir müssen noch ein Setup sehen. Bitte, Entschuldigung. Ich mach mich klein. Ich hab doch ein Röckchen an, da musst du dich ganz hinlegen. So. Bei dir wirklich so, Achtung, nicht bloß bitte nicht hinfallen, dass Nein. du wirklich jeden Morgen diese 60 und 60 machst. Okay. 60 ist total viel, ne? Gut. Das heißt, also. 60, ach, jetzt machst du es doch. Ja. Ich wollte dich gar nicht zwingen, weil man. Naja, du warst ja jetzt natürlich. Wow! Cocktail, Jungs! Cocktail! Du kannst aufhören! Wir glauben es dir! Super! Wir glauben jedem. Dankeschön! Die haben ja nichts gesehen, deshalb... Es ist natürlich auch, wenn man eine junge Frau hat, ja. muss man auch was tun, ne? Also ich habe das schon vorher auch geschaut. Das war ich. Du tust es auch ein bisschen für dich. Ja, muss man so sagen. Merkst du, wenn jemand lügt? Oft, nicht immer. Ich glaube, nicht immer. Ich denke, dass man manchmal auch anfällig ist, zum Beispiel, wenn jemand einem schmeichelt, mhm. ist es gefährlich, dass man es nicht wirklich glaubt, mhm. weil man es gern glauben möchte. Da wäre ich dann auf dem Kiviv, aber im Prinzip... Denke ich schon. Was hast du von deinen Einsätzen als Batic fürs echte Leben gelernt? Kennt man da was? Ja, dass man das nicht machen möchte, weil das ist teilweise wirklich, also da hebt es einem den Magen. Also was da für Sachen passieren, zum Beispiel Kriminaldauerdienst oder Pathologie, die Jungs, die da kommen, die Spurensicherung. Da muss man einen starken Magen haben. Wollen Frauen oft von dir verhaftet werden? Woo! Wenn sie es mir sagen, ich werde mich darum kümmern. Ja, also ich weiß nicht. In welchen Situationen verlierst du schnell mal den Kopf? Den Kopf? Also im Sinne im von, Sinne von oder die Nerven? Durchdrehen, die Nerven. Hm.
Gibst du, bist du ein bisschen, bist du... Frag Katrin. Hast du schnell schlechte Laune? Also ganz schnell geht es beim Autofahren. Ja, aber dafür habe ich Verständnis. Wäre mir jetzt gar nicht eingefallen. Aber dafür habe ich Verständnis. Ich finde, Auto ist ja auch so eine Zone, in der man alles machen und sagen darf. Alle Schimpfworte, die man sonst nur beim Fußball sagen darf, darf man auch im Hört Auto ja sagen. Hört ja keiner. Hört doch keiner, tut doch keinem weh. Außer du hast ein Cabrio, ne? Ich bin allerdings neulich bin ich ausgestiegen an der Ampel. Weil da konnte ich nicht mehr. Ich musste aussteigen, ich musste an die Scheibe klopfen. Ja, da habe ich mir selber Angst gemacht, weil ich dachte, du machst es doch. Ja. Was kann das noch Was werden? Kann da noch kommen? Fährst du Auto? Ja klar, fahre ich Auto. Aber ich bin eine der wenigen, die gar nicht schimpft. Komischerweise, ich flippe ständig aus. Nur nicht beim Autofahren, da bin ich relativ ruhig, weil alle schimpfen. Wo regst du dich denn auf? Oh. Na? Ganz viel zu Hause. Ja, das glaube ich, zwei Kinder. Ja, es ist ja doch so. Also Freunde sagte immer, früher hat er lange gebraucht, um sich an mich zu gewöhnen. Also, aber ich bin eigentlich ganz friedlich, wie man ja heute feststellt. Aber deine Familie nennt dich immer El Kommandante. Oh Gott. El Kommandante? Ja, weil ich immer so viele Ideen habe. Also ich finde die gut, aber sonst... Die anderen müssen sich halt... Also bei mir kann jeder denken, was ich möchte. Das ist total easy. Wollen wir Musik hören? Gern. Und zwar gute Musik. Ja, gern. Richtig gute Musik. Mega gute, meinst du? Mega, mega gute Musik. Wir schwitzen die Ohren. Und ich freue mich so, es wird jetzt sehr laut, aber so wahnsinnig geil. Ja. Ich sag mal, die Bude brennt. Hab viel Spaß mit Mega, Mega! Einsatz! Wenn der Express losrennt, Einsatz!